Zivilisationen sind verwundbar. Eine Laune der... Sanfte Grüße und herzlich willkommen zurück hier zur zweiten Runde von Dying Light 2 von Techland. Wir waren beim letzten Mal angekommen, da haben wir uns das allererste Mal das erste Safehouse freigeschaltet. Und jetzt gucken wir mal halt, ob auch dort wir denn halt starten. Für die Kampagne spielen oder fortfahren am besten. Dann gucken wir mal. Weil die Nacht ist ja doch weiter schlimmer als in Dying Light 1. Puh. Oh, au, ah. Ich habe die Katzen ja heute Morgen gekratzt am Fuß halt und das tut doch etwas weh halt. Das sind keine leichten Kratzer, sondern schon tiefe Kratzer, weil sie sich erschreckt haben, weil natürlich wieder irgendein Suppenkasper unbedingt klingen musste. So, ich sehe nichts. So, okay, fangen wir hier an. Perfekt. So. Was sollen wir machen? So. Warten Sie bis zum Tagesanbruch. Okay, dann pinnen wir mal eine Runde. Wenn der pennt, kann ich ja was trinken. Lecker heller mit Pfirsichgeschmack. Tollen Traum, perfekt. Hauen wir jetzt ab? Aber jetzt? Nein, wenn wir alt und grau sind. Jetzt, Adi! Ja, wir überspringen den Mist. Alles schon. Es ist so still. Vielleicht sind sie ab. Also. Adi? Ich bin bei. Ich weiß. Tu, was ich sage. Also, ganz ruhig. Man kann es nicht überspringen, halt, sondern halt, man kann halt nur die Dialoge überspringen. Er sieht so wie Stranger Things aus. So, englisches Tag. Hier nur gepennt. Zeit, den Typen zu kontaktieren, von dem Spike geredet hat. Das war 142,2. Ah, nee, 140,2 war es gewesen. Hier, Aiden. Ich bin auf Frequenz 140,200 Megahertz. Hallo? Aiden? Ja. Ich sollte mich bei dir melden. Dachte, du hättest dir es anders überlegt. Warum suchst du nach Wolfspilger? Um jemanden zu finden. Sie heißt Mia. Vor 15 Jahren waren wir zusammen in einem Krankenhaus und... Ich weiß, wen du suchst, Aiden. Du willst wissen, warum Waltz diese Experimente an euch allen durchgezogen hat. Warum du stärker bist. Zäher als andere. Ich will nur Mia finden. Ich suche sie, seit ich vom Lager der Überlebenden aufgebrochen bin. Kannst du mir helfen oder nicht? Vielleicht kann ich das. Treffen wir uns, Pilger. Wo und wann? Am Eingang zum U-Bahn-Tunnel an der Bucht. Du kommst durch eine GRI-Luke in die Tunnel. Da treffen wir uns. U-Bahn-Tunnel, perfekt. Wo es schön dunkel ist. Ich nehme an, du machst das nicht gratis. Ich muss die Stadt verlassen, aber alleine schaffe ich es da draußen nicht. Nimm mich mit nach New Paris, dann sind wir quitt. Auf dem Weg erzähle ich dir alles, was ich weiß. Dunkel, muffig, modrig. Warte! Das perfekte. Sag mir wenigstens, ob sie noch am Leben ist. Der Prismo für Zombies. Sie ist am Leben. Ich gehe zum Treffpunkt. Bis später, Aiden. Winke, winke mit der Pinke. So. Treffen Sie den Kontaktmann in den U-Bahn-Tunneln. Na wohl. Oh, da ist noch was drin, oder? Haben wir alles? Bitte, Yippie. Noch was? Nö, okay.
Also ich spiele wieder mit den Xbox 360 Controller und wenn ich halt den rechten Controller-Stick runterdrücke oder beziehungsweise reindrücke, habe ich halt wieder diese Wahrnehmungssache. Und mit den rechten Trigger halt tue ich den einfach schwingen. Nun ist die Frage, klettern wir jetzt mal da hoch? Ich will aber da oben. Das ist ein Schloss, also muss das ja irgendwas für was gut sein. Tja, zumindest musste ich nicht auf diese Antenne raufklettern. Aber wir machen uns mal den Spaß und klettern da hoch. Vielleicht erwartet uns ja da oben was. Okay, das war bei Degen Light 1 nicht so gewesen. Also da konnte ich halt hochklettern bis zum geht nicht mehr. Also hier muss ich wirklich auf meine Ausdauer achten. Also das ist der blaue Balken. Aua. Oh. So, dann warten wir mal jetzt, bis der Ausdauerbalken oben ist. So. Wieder oben. Schauen wir. Also ich verlasse das Missionsgebiet, ha? Nicht runterfallen! Wir haben das Missionsgebiet. Ich wollte dort nicht noch. Wieso habe ich das? Mann, ey, Dreck. Okay. Dann haben wir was gelernt. So offen halt ist die Welt denn also doch nicht halt. Bisher erstmal, sagen wir mal spontan so. Vielleicht ändert sich das ja dann halt, wenn wir die Stadt gefunden haben. Zombies! Seid ihr. Ja, wir gehen mal hier ins Haus ab.
Musik ist schon atmosphärisch. Laden Sie auf Tee über den Schluss. Ja. Oh, hier ist was. Tauschen, tauschen, tauschen. Noch mehr Taschen. Ganz viele Taschen. Nö, okay. Jetzt läuft er immer wieder ab, ey. Kannst nicht kraulen, Kollege? Oder noch ein Zombies wieder. Da sind wieder Zombies. Hallo? Aiden hier. Verstehst du mich jetzt? Laut und deutlich. Das heißt, du bist in der Nähe. Ich bin durch den See geschwommen. Also hast du fast die Tunnel erreicht. Da ist ein Eingang, den der TAI übrig gelassen hat, als er die Stadt abriegelte. Ich komme von der anderen Seite. Schnell! Was ist los? Mach schnell! Evo. Auch von hinten kommt der Schweine. Ja. Oh, geizkrank. Ja, dir was. Der Teil, schön. Der hat mal wieder nichts. Wieder nicht schön. Was haben wir hier? Langsamer. So, was haben wir denn hier? Haltbarkeit. Stumpf. Naja. Ich habe schon mal was modifiziert. Nö, natürlich nicht. So, dann gucken wir mal, was jetzt passiert mit dem. Und auseinandergeteilt. Weil wer hier sieht, dass das Spiel. Hier kann man auch. Wo ist meine Leiche hier? Also hier kann man natürlich schon sehen, dass das Spiel eindeutig nicht geschnitten ist. Aua. Wir haben doch hier noch einen Zombie gehabt. Lutzina. Ja.
So, irgendwo liegt noch eine Leiche rum hier. Upsi. Wo kommst du denn her? Mann, seid ihr alle geizig hier, ey? Okay, dann kann ich ja eigentlich die Waffe ja entsorgen, oder? Mal gucken. Auswählen. Entfernen, austauschen. Gucken wir mal, was wir jetzt noch so alles haben hier. Oh, da steht ja auch noch ein Zombie. Und da ist auch noch einer. Mal gucken, ach Mist, der hat mich. Andere Vorteil gegenüber den Leiter 1 ist natürlich, dass man halt weitaus mehr Schlagkombos machen kann. Beim ersten Teil war es doch schon gewesen, halt zweimal zugeschlagen, dann war man schon außer Atem gewesen. Hier kann man natürlich schon weitaus mehr machen. So, hier ist noch ein Mülleimer. Hier ist noch ein Zombie. Komm her. Wurf auf den Bürger. Haben wir hier noch irgendwas? Ja, noch ein Zombie. Sieh. Ach, da ist ja noch einer. Blümel ist schon wieder. Dann gehen wir mal hier hoch. Wir können ja eigentlich auch hier lang klatschen. Für mich. Halt das Auge, das nervt mich irgendwie. Halt. Irgendwas ist hier mit dem Auge halt. Wo ist das Auge wieder weg?
was das hier mit den Augen zu bedeuten hat. Im Versteck. Verstecke, dann muss ich ja hier irgendwo einen Eingang haben, wenn hier ein Versteck ist. Dann gehen wir jetzt zum U-Bahn-Tunnel. Boah, das Ding wackelt, hier gehe ich nicht fliegen, hier gehe ich raus. Bevor mir das Ding hier auf die Rübe fällt. Ich muss doch bestimmt mit dem Seil hier runter, wa? Ja. Na toll, habe ich gesehen. Ich gehe jetzt in die Tunnel. Hey, hörst du mich? Schon unterwegs, bin gleich da. Es gibt hier auch kaum. Und auf die Tür. Rück, auf. Sicherlich wird da jemand sein, halt. Oh, Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Ich brauche mal trinkende Taschenlampe hier. Ja, jetzt kommt wieder eine Videosequenz. Oh mein Gott. Sieht man halt natürlich, dass die PAL-Balken links und rechts sind. Mal wieder was trinken. Toll. Na toll. Scheiße, ein Schattenjäger. Die sind schon in 1 hässlich gewesen. Thank you.
Schwein hat mich gebissen. Ein Schattenjäger. Eine Menge von denen in der Kanalisation. Du musst schnell ans Licht. Wo ist Mia? Später. Wir müssen los. Wehr dich dagegen. Es geht vorbei. Die hat noch nicht richtig angefangen. Schon bin ich gebissen worden. Na, Dreck. Der Weg des Pilgers finden Sie Spikes Kontaktmann. Ach, jetzt habe ich eine Taschenlampe. Na toll. Ich hab's allein gemacht. Ach, der Boss kriegt den schon. Zum Redner. Wo ist der? Da! 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 Kann man mir mal sagen, wieso die Dinger da sind, hätte. Wenn sie eh leer sind. So, springen sie an Klett, also. Tudu. Note 1. Oh, jetzt kommt es natürlich mehr. Tada, Note 1 plus. Ah, schon wieder dieser Schattenjäger-Mistkram. Was habe ich jetzt gefunden? Verbrauch ging es dann. Tagebuch, Inventar. Gewichte. Fertigkeiten haben wir noch nicht. Sammlerstücke haben wir hier was. Der verlorene Paradies. Ein Brief. Hinweise. Okay. Ich habe doch eigentlich jetzt irgendwas gefunden, irgendein Buch oder ein Quest, Gebäude, Aktivitäten, Herausforderung. Ja, das macht noch keinen Sinn, da bin ich noch nicht. Peppi, bleib locker. Hauptquellen, Dach. Dachhaine, okay. Gucken, ob wir hier irgendwas verbessern können. Nope. Oder? Nee, da kann man noch nichts. Schafft. Alles mal noch. Nö. Okay, kann man noch nicht machen. Wieder eine Videosequenz. Hey,
Was soll denn das? Ich hoffe doch, den Typen zu treten. Nimm mal diese Gewalt hier in den Spiel. Du solltest doch taub sein. Wo hast du unseren Schlüssel versteckt, Junge? Ich weiß nicht, wovon du redest. Lass den los. Ach ja? Und du willst uns dazu bringen? Dann zeig mal, was du drauf hast. Aua, ich hab doch gesagt. Ich bin nicht beeilt. Perfekter Block. Okay, halten Sie LB gedrückt, um den Angriff eines Gegners zu blocken. Blocken Sie im letzten Moment, um einen perfekten Block auszuführen. Bei einem perfekten Block taumelt der Gegner, wodurch er für kurze Zeit wehrlos ist. Okay. Aua. Du lebst nicht. Nimm das. Och toll. Der hat nichts. Hilfe nicht, Arschloch. Ja, komm. Jetzt gehörst du mir. Das war mal ein perfekter Schlag. Da war die Rübe ab. Auch hier kann man sehen, das Spiel ist eindeutig nicht geschnitten. Oh ja, das war gut. Das tat schön. So, Sprungtritt. Ermöglicht es Ihnen, bei einem Sprung über ein Hindernis oder einen taumelnden einen Feind einen Tritt auszuführen. Okay, dann müssen wir das irgendwie lernen. Dietrich, okay. Habe ich hier irgendwo eine HP-Anzeige? Ach, 156 von 160, okay. Kopf. Komm schon, Junge. Kohle, ja, mit der Kohle. Golden Münzen. Hier noch irgendwas. Oh ja. Den lassen wir mal noch. Nix. Oh, da war noch was. Taschen voll. Hier ist auch nichts. Okay. Dann geht's zum Typen. Aiden, komm mal her. Wer war das? Keine Zeit dafür. In meiner Tasche. Ich hab dir was dagelassen. Was ist das? Ein GAI-Zugangsschlüssel. Die Peacekeeper, sie haben ihn gefunden. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Du warst dabei, mir zu erzählen, was mit meiner Schwester passiert ist. Ach, wo ist Mia? Schwester. Geh zum Fischauge.
Frag nach einem Mädchen namens Lawan. Gib ihr das hier. Damit und mit ihrer Hilfe erfährst du alles. Verstanden? Beschütze es. Wenn Waltz es in die Finger kriegt, ist die ganze Stadt. Alle werden sterben. Waltz? Ist Waltz hier? Ja. Sie kommen. Hörst du das? Abtrünnige! Lauf! Wir gehen zusammen. Nimm das. Und eine Machete, ja, damit. Geht dir. Was zum Henker? Ah, unser verlorenes Lamm. Aber es ist gar nicht allein. Das können wir ändern. Schlachtet ihn ab! Parkourkampf. Verwenden Sie einen Sprung, um in Kampfhandlung Ihre Mobilität zu erhöhen. Laufen Sie auf ein Hindernis oder einen traumenden Feind zu und halten Sie RB gedrückt, um darüber zu springen. Okay. Halt. L und RB. Du bist die Geschichte. Ich bin fertig mit dir. Wo ist denn jetzt die für Sprungtritte? Drücken Sie RT. Was soll denn jetzt der RT? Jetzt warte mal, Sprungtritt ist doch. Jetzt bist du da! Ich will dich nicht!
Lass mich ausbluten. Wie gefalle ich dir jetzt? Na, was sagst du jetzt? Kopflos? Ihre Waffe wurde zerstört. Na toll. So. Hey, dieser Sprung. Ach, da kommt ja noch mehr. Zum Köpfen. Wir müssen weg! Los! Los, komm, weg hier! Tahir, hörst du? Hast du meinen Schlüssel? Es ist Walt! Wir müssen weg! Aber den suche ich doch! Du musst dich ab, wenn er dich findet! Töllen! Scheiße! Geh zum Lüftungsschacht! Ja, toll. Du zuerst. Ja, du opferst dich doch. Was machst du da? Walt darf den GRI-Schlüssel nicht kriegen. Was? Lass mich raus! Fischauge, Loan. Geh! Da ist der Verräter! Hi, Dylan. Hallo, Kumpels. Autsch. Lass den los. Na, da ist Walt. Warum hast du mich hintergangen? Der Schlüssel gehört dir nicht. Du kannst nicht. Wo ist er? Hier drin. Das hätte er nicht sagen sollen. Es tut mir leid. Wirst du sentimental? Nicht wirklich. Du stirbst ja nur. Mein Großvater hat früher Pferde gezüchtet. Wunderschöne Tiere. Ich habe sie sehr geliebt. Eines Tages stürzte sein Lieblingspferd und brach sich das Bein. Ich dachte, Opa wird ihm helfen, aber er zog einfach seine Pistole. Gab sie mir in die Hand. Er sagte zu mir, ich schrie. Ich wollte das mit. Jahre später wurde mir klar, was getan werden muss, muss getan werden. Du lässt mir keine Wahl,
da kramt er mir. Da brüllt er in den Mauch rum, ey. Ich bin gekümmert. Ihr werdet doch schaffen! Hört ihn! Hier lang, wo geht's hier lang? Hier lang. Da muss man langsam auftauchen, wa? Mann, ich muss auf Klo. Das ist so spannend. So, nee, ich geh mal kurz auf Klo. Ich muss dringend auf Klo. Oder warte, wir machen es anders. Wir pausieren das Video und dann kann ich Klo und Essen noch zeitgleich. Also bis gleich. So, na. Ja.